sei wachsam. Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Braut und nach Kuchen, sind doch ihre Botschaft. Ist nicht da schon das ist genau richtig rum. In der Vorschrift FZV § 10 Absatz 2 ist das geregelt und das Nummernschild ist nur gut sichtbar anzubringen und nicht in welcher Richtung. Ich denke halt, dass die BRD mit Kopf steht, deswegen habe ich das mal umgedreht. Wunderbar. Hallo! Wo seid ihr? Ja, wir sind da. Einer bäuerlich-ökologischen Landwirtschaft. Ich habe mich heute auf den Weg gemacht, mit dem Traktor hierher zu kommen, da CETA und TTIP unsere bäuerliche Landwirtschaft gefährden. Es sind turbulente Zeiten auf den Höfen. Diese Woche hat Bayer seine Übernahme von Monsanto bekannt gegeben. Nur noch drei Konzerne haben über 80% des Saatguts die Macht. Das hat mich aufgeschreckt. Das sollte uns alle aufschrecken. Die Dimension ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. 46 Milliarden, das sind 46.000 Millionen Euro für Monsanto, den Agrargiganten. Aber die Bundesregierung schaut zu, nicht zuständig. In den letzten 10 Jahren haben 40.000 Milchviehbetriebe und 46.000 schweinehaltende Betriebe ihre Hoftür geschlossen. Die Bundesregierung schaut zu, kann nichts machen. Auch 2016 geht das Höfesterben dramatisch weiter. Die Milchpreise um 20 Cent. Bundesminister Schmidt, zuschauen, bedauern, handeln, wieder nichts. Doch das ist kein Zufall. Das ist der gewollte Strukturbruch in der Landwirtschaft. Es sollen nur noch wenige unser Essen produzieren. Die vielen unabhängigen Bäuerinnen und Bauern stören irgendwie. Es entstehen in den letzten Jahren immer größere Tierfabriken und Großunternehmen, wie jetzt Bayer Monsanto.
Es ist ein Skandal, der schleichend abläuft. Doch wenn die Bäuerinnen und Bauern zum größten Teil weg sind, wenn Chemieriesen wie Monsanto und Bayer über unser Saatgut herrschen, dann ist es zu spät aufzuwachen. Deswegen müssen wir jetzt alle aufwachen und gemeinsam gegen TTIP aufbegehren. Denn diese Abkommen haben nur ein Ziel, die Globalisierung und die Industrialisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Wir Bäuerinnen und Bauern würden auf der Strecke bleiben. Damit gehören diese Abkommen auf den Mist. Trotz dieser Entwicklung habe ich vor 2 Jahren mit einem Kollegen einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb in Brandenburg gestartet. 300 Hühner, 7 Wasserbüffel, viele Kirschbäume. Manchmal hat man das Gefühl, man macht etwas wie ein Verbrechen. Willkommenskultur für Neugründung, Fehlanzeige. Dafür fragen wir, machen Sie Landwirtschaft als Hobby? Probleme bei der Anerkennung der landwirtschaftlichen Flächen, Betriebsgenossenschaft, Alterskasse, Biokontrollverfahren, Baubehörden, Wahnsinn, was man sich da alles antut. Aber aufgeben? Niemals. Bauer sein ist die schönste Nebensache der Welt. Wenn die Büffel über die Weide ziehen, die Hühner in ihren Bauwegen leben und darunter in den Wiesen scharren, das entschädigt für vieles. Doch alles nur Romantik, bekommt man zu hören. KTG Agrar, Deutschlands größter landwirtschaftlicher Betrieb mit seinen 45.000 Hektar, das ist die Zukunft, hieß es. Neue Technologien, alles satellitengesteuert. Ich bin heute nur mit unserem alten rostigen Same da. Aber bei KTG versprechen sie die Renditen von 6%. Der wurde von der Politik richtig der Hof gemacht. Jetzt sind sie pleite. Egal, der nächstgroße wird sie schon schlucken. In Europa und weltweit findet gerade Landraub statt. Da müssen wir alle wachsam bleiben, sonst gehören die Böden auch bald den Konzernen. Aber keine Angst, wir werden bleiben und langsam weiter wachsen. Denn wir brauchen eine radikale Wende. Immer mehr Menschen müssen in die Landwirtschaft und sie unterstützen und sich beteiligen. TTIP und CETA sind der Holzweg. Sie sind für die verrückte Idee der Exportorientierung der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Wir wollen die Welt ernähren. Das sind die Slogans des Bauernverbands, die jetzt für diese ruinösen Preise bei den Bauern führen. Um dieses System am Laufen zu halten, importieren wir Soja aus Südamerika, um auf der anderen Seite später unsere Überflüsse nach Afrika zu dumpen, wo wir die Märkte der Bauern zerstören. So ein Wahnsinn. Damit muss Schluss sein. Darunter leiden nur Mensch, Tier, Böden und die Umwelt weltweit. Und das heißt nicht, dass wir gegen Export sind. Niemand hat etwas dagegen, einen Gutenberg-Käse zu exportieren. Aber Hähnchenschläge aus deutschen Schlachthöfen mit miserablen Arbeitsbedingungen zu exportieren, das braucht kein Schwein. Nein, wir brauchen kein TTIP und CETA. Wir wollen kein TTIP und CETA. Wir brauchen eine Agrarwende, die wieder Wohlstand und Wachstum in ländliche Regionen schafft und nicht Monokulturen und ausgestorbene Landstriche zurücklässt. Wir brauchen Bauernhöfe mit artgerechter Tierhaltung, Tiere auf der Weide, Vielfalt auf den Feldern, faire Löhne und regionale Produkte, ökologischer Landbau statt Artensterben. Verjagen der Gentechnik von Bayer und Monsanto von unseren Feldern und Tellern. Verjagen wir TTIP und CETA für den Erhalt der ökologischen und bäuerlichen Landwirtschaft.
Unser Kampf wird weitergehen, denn nach der TTIP-Demo ist vor dem Wir haben es satt-Kongress von 30. September bis 3. Oktober in Berlin. Und auch am 21. Januar 2017 werden wir wieder mit der Wir haben es satt-Demonstration in Berlin auf die Straße gehen. Dazu lade ich alle ein. Dankeschön. Ich gebe euch noch mal die Zahlen durch für alle, die jetzt nachgerutscht sind. Leipzig 15.000, München 25.000 trotz Regen, Stuttgart 40.000, Frankfurt am Main 50.000, Köln 55.000, ihr merkt, es steigert sich, Hamburg 65.000 und Berlin natürlich am meisten 70.000. Insgesamt waren wir 320.000. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Großartig. Ihr könntet auch Pokémon fangen oder Serien gucken, aber ihr seid hier. Es ist so toll. Jetzt begrüßen wir... Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Peter Scherrer, er ist stellvertretender Generalsekretär der European Union Confederation. Das ist ein Zusammenschluss sämtlicher europäischer Gewerkschaften und spielt eine ganz wichtige Rolle in unserer Vernetzung. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde unserer gemeinsamen Sache, als deutscher Gewerkschafter, der in Brüssel arbeitet, fühlt man sich manchmal ganz, ganz schön allein. Aber wenn ich hier gucke, dann fühle ich mich richtig wohl. Also vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mit dem Widerstand gegen ein CETA und ein TTIP, das an den Anfang und an die erste Stelle die Interessen der Wirtschaft stellt, seid ihr in Deutschland nicht allein. Auch mit dem Widerstand gegen Geheimniskrämerei und Intransparenz seid ihr in Deutschland nicht allein. Die europäischen Gewerkschaften und der Zusammenschluss von 89 Gewerkschaften in ganz Europa lehnen das, was wir bis jetzt von den europäischen und nationalen Politikern serviert bekommen haben, eindeutig und klar ab. Die belgischen Gewerkschaften rufen zu einer Großdemonstration am 20. September in der nächsten Woche gegenüber der EU-Kommission auf, mit einem großen Bündnis. Falls ihr am 20. September Zeit habt, kommt nach Brüssel, zeigt Stärke dort nochmal. Da wird es auch gebraucht, genau wie hier in Berlin. Genauso entschieden wie die europäischen Gewerkschaften Handelsabkommen ablehnen, die in erster Linie den Interessen der Konzerne, der Banken und der Wirtschaft dienen. Genauso entschieden treten wir aber auch für einen fairen Welthandel, der den Menschen dient, ein. Handel muss dem sozialen Fortschritt und der ökologischen Nachhaltigkeit dienen. Handel muss zu einem Mehr an globaler Gerechtigkeit führen. Handel darf nicht, wie es in der Geschichte oftmals war und auch leider heutzutage noch häufig ist, zur Ausplünderung der Länder, die als Rohstofflieferanten der Industrienationen dienen, führen. Auch wenn wir nun hören, in den letzten Tagen, es gebe bei CETA Fortschritte, bei der Sicherung von Arbeitnehmerrechten, bei den Regelungen zum Investorenschutz und anstelle privater Schiedsgerichte würden nun öffentliche Handelsgerichtshöfe eingesetzt werden und dass die Daseinsvorsorge gesichert sei, kann uns das überhaupt nicht überzeugen. Zu lange ist hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit an einem Deal der Wirtschaft gestrickt worden. Wenn auf der europäischen Seite die Verhandlungsdelegationen von den Lobbyisten der Wirtschaft beraten werden, ja zum Teil den Griffel geführt bekommen, gleichzeitig aber die Volksvertreter in der Wartestube sitzen und um jede Seite, die sie lesen möchten, feilschen müssen, dann können wir nur eins sagen, nein zu diesem Deal. Die europäischen Gewerkschaften werden nun sehr genau hingeschauen, was an sogenannten Fortschritten auf dem Tisch liegt. Denn das, was wir jetzt bisher wissen, da können wir nur sagen, wir lassen dies nicht zu.
Wir werden auch intensiv mit unseren kanadischen Gewerkschaftskollegen beraten. Ebenso wie in Europa, so haben auch die kanadischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein massives Interesse, dass ihre Arbeitsrechte und Sozial- und Umweltstandards geschützt werden. Wir sind uns mit unseren kanadischen Kolleginnen einig, dass ein Abkommen nur zustande kommen kann, wenn auf allen Seiten die Menschen davon profitieren. Es darf nicht nur Gewinner geben und wir sind alle die Verlierer. Unbedingte und unabdingbare Voraussetzung für ein Abkommen ist eine demokratische Legitimation. Unabdingbare Voraussetzung ist Transparenz und Bürgerbeteiligung. Weder einige Regierungschefs oder Chefinnen noch die Kapitäne der Wirtschaft haben darüber zu entscheiden, wie Handel gestaltet werden soll. Die von uns gewählten Parlamente müssen das Wort haben. Und in diesen Parlamenten, da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir Druck haben, dass unsere Forderungen nach globaler Gerechtigkeit endlich ernst genommen werden. Wir wollen, dass Arbeitnehmerrechte geschützt werden. Wir wollen, dass Handelsabkommen nicht dazu genutzt werden, dass die Beschäftigten auf beiden Seiten des Atlantiks gegeneinander ausgespielt werden. Wir wollen kein Wettrennen um Arbeitsplätze, keinen Unterbietungswettbewerb um die niedrigsten Löhne. Wir sagen ein ganz klares Nein zu einem globalen Social Dumping und wir sagen Ja zu fairem und freien und nachhaltigen Welthandel. Gestern haben sich die europäischen Regierungschefs zu einem weiteren sogenannten EU-Gipfel in Bratislava getroffen. Dort wurde der Geist von Bratislava beschworen. In ihrem Abschlusskomitee heißt es unter anderem, dass beim Treffen des EU-Rates im nächsten Monat eine robuste Handelspolitik, die die Vorteile des offenen Marktes und die Sorgen der Bürger verknüpfen soll, das soll dort besprochen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das in dem Komitee lese, diesen Teil mit den Sorgen der Bürger, dann kann ich nur sagen, das kommt reichlich spät, das kommt viel zu spät und das überzeugt jetzt keinen mehr. Wenn das Projekt Europa noch einen Bestand haben soll, dann müssen die Regierungen der Mitgliedstaaten endlich anerkennen, dass es ein vom Volk gewähltes europäisches Parlament gibt und dass alle Macht vom Volke ausgehen soll und nicht von einem Club der gerade einflussreichsten Regierungschefs. Nur ein Europa, in dem ernst genommen wird, was die Menschen wollen, in dem offen und nachvollziehbar Politik gestaltet wird. Ein Europa, das sozial und gerecht ist, ein Europa, das weltweit für Menschlichkeit steht, ein Europa, welches den Mensch und nicht die Wirtschaft an die erste Stelle stellt. Nur ein solches Europa wird Bestand haben. Und für ein solches Europa lohnt es sich, hier und heute und in Zukunft zu kämpfen. Glück auf! Apropos direkte Demokratie, apropos Bürgerbeteiligung, Sigrun Franzen vom Berliner Wassertisch. Das erste erfolgreiche Volksbegehren hier in Berlin 2011 und es hat eine ganze Reihe von Volksbegehren angestoßen. Da haben wir gut gezeigt, was die Bürgerinnen und Bürger so alles erreichen können, genauso wie heute. Als Mitglied des Berliner Wassertisches begrüße ich euch ganz herzlich. Vielen Dank auch an alle, die diese wichtige Demo gegen CETA und TTIP ermöglicht haben. Für die, die den Berliner Wassertisch nicht kennen, wir sind eine Bürgerinitiative, die seit mittlerweile 10 Jahren für den Erhalt der kommunalen Daseinsvorsorge kämpft. Vor 5 Jahren haben wir zusammen mit vielen anderen den erfolgreichen Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Wasserbetriebe durchgesetzt. Und weil wir für eine nachhaltige und bürgernahe Daseinsvorsorge sind, sind wir gegen CETA, TTIP und TISA. Wir sind gegen alle Vorhaben, die versuchen, unter dem Deckmäntelchen der Liberalisierung bewährte, nicht kapitalistische
gemeinwohlorientierte Wirtschaftsmodelle sowie die demokratische Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger auszuhebeln. Dabei ist die Situation politisch eigentlich eindeutig. In Umfragen sprechen sich regelmäßig rund 2/3 der Bevölkerung für eine kommunale Daseinsvorsorge aus. Beim Berliner Wasservolksentscheid vor 5 Jahren waren sogar 98%, also fast alle, die abgestimmt haben, für kommunale Wasserbetriebe. Für diese hohen Zustimmungsraten gibt es ganz rationale Gründe, wie das Berliner Beispiel zeigt. Die von SPD und CDU durchgeführte und auch von der Linkspartei fortgeführte Wasserprivatisierung führte zu einem Preismissbrauch von mindestens 30%. In Geheimverträgen hatte der Senat den Konzernen RWE und Veolia eine Gewinngarantie gegeben. In den knapp 10 Jahren der Privatisierung sind über die missbräuchlich überhöhten Preise knapp 1,5 Milliarden Euro an die Konzerne geflossen. Erst vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf fand diese illegale Praxis ein Ende. Problematisch war auch das Verhalten der verantwortlichen Politiker. Ein wirkliches Unrechtsbewusstsein gab es nicht. Privatisierungen, so sagten sie, seien damals der Zeitgeist gewesen. Sowohl die politisch Verantwortlichen als auch die Geschäftsführungen der BWB blieben auf ihren Posten. Eine juristische Aufarbeitung haben SPD, CDU und Die Linke genauso wenig unterstützt wie vorher den Volksentscheid. Einzig einige Piratenfraktionäre haben eine vom Wassertisch vorbereitete Organklage angestrengt. Dieser Klageeinreichung haben wir schließlich auch den Rückkauf der letzten privaten Anteile an den Wasserbetrieben zu verdanken. Nebenbei bemerkt, die Piratenabgeordneten die jetzt öffentlichkeitswirksam zur Linken und zur SPD gewechselt sind, zählen nicht dazu. Das Beispiel Berlin zeigt unübersehbar, was jetzt auch wieder bei CETA und TTIP deutlich wird. Bei den Themen Privatisierung und Liberalisierung gibt es eine Kluft zwischen der Zivilgesellschaft und den Parteien, die mehr oder weniger offen eine neoliberale Politik verfolgen. Umso wichtiger ist es, dass die Gesellschaft über Mittel und Einrichtungen verfügt, Fehlentwicklungen dieser Art zu korrigieren. Dies waren beim Berliner Wasser unter anderem: erstens eine aufmerksame und wirkmächtige Zivilgesellschaft, zweitens unabhängige staatliche Gerichte, die auf die demokratische Verfassung verpflichtet sind, und drittens frische demokratische Parteien, die weder neoliberal noch neovölkisch sind. Genau diese drei Elemente werden jedoch durch die neuen Abkommen geschwächt. CETA lässt sich auf eine kurze Formel bringen: Machtverlust für die Demokratie, Machtgewinn für die Konzerne. Der antidemokratische Sprengstoff liegt in Regelungen, die mit Handel nur am Rande zu tun haben. Dem Investitionsschutz, den Schiedsgerichten, der regulatorischen Zusammenarbeit und dem sogenannten gemischten CETA-Ausschuss. Ich kann nicht auf alle eingehen, daher nur kurz. Die Zivilgesellschaft wird geschwächt, wenn ihre wirksamste Waffe, die öffentliche Meinung, stumpf wird. Dies ist der Fall, wenn wichtige Entscheidungen auf Einrichtungen wie die Schiedsgerichte oder den CETA-Ausschuss übertragen werden, die nur noch mittelbar demokratisch legitimiert sind. Oh.
Verboten. Die staatliche Gerichtsbarkeit wird durch die CETA-Paralleljustiz unterlaufen. Mit dem sogenannten Investitionsschutz wird das Recht auf Profit ein Recht, das über der Verfassung steht, ohne dass je eine öffentliche Meinungsbildung oder gar eine Abstimmung darüber stattgefunden hätte. Ob ein CETA-Gerichtshof beispielsweise den Preismissbrauch der Berliner Wasserbetriebe bei einer eventuellen Klage als politisch legitim oder illegitim eingeschätzt hätte, kann niemand sagen. In Litauen hat ein Konzern bereits das Recht, Wasserpreise zu erhöhen, vor einem Schiedsgericht erfolgreich eingeklagt. Abschließend möchte ich noch sagen, dass wir es verheerend finden, wenn neoliberale Projekte, die bei der Bevölkerung aus berechtigten Gründen keine Mehrheiten finden, über die Europäische Union durchgedrückt werden sollen. Wer das macht, riskiert die Kluft zwischen Zivilgesellschaft und dem kapitalistischen Privatisierungswahn in eine Kluft zwischen Zivilgesellschaft und EU umzuwandeln. Das ist verantwortungslos, weil damit die EU diskreditiert wird. Frieden und Freizügigkeit sind Errungenschaften, die nicht leichtfertig geopfert werden sollten. Gerade in Zeiten des Brexit stehen wir alle in der Pflicht, die Akzeptanz der EU durch Transparenz, Demokratie und praktizierte internationale Solidarität wieder zu erhöhen. CETA und TTIP sind das Gegenteil davon. Und nun am 19. September auf nach Wolfsburg zum SPD-Parteikonvent. Dort wollen wir die Delegierten auffordern, gegen CETA zu stimmen. Wir wollen nicht CETA, nicht TTIP und auch nicht TISA. Vielen Dank. So, ihr Lieben, und jetzt haben wir noch ein leidenschaftliches Abschlusswort für euch, und zwar von David Geier. David ist Mitglied im Berliner Bündnis Stopp, TTIP und CETA. Wir sind ein ganz breit aufgestelltes Bündnis von NGOs und Privatleuten und Organisationen, die sich zusammengetan haben im Kampf gegen diese Freihandelsabkommen. Und wenn ihr uns jetzt die ganze Zeit fragt, was das für ein charmanter Akzent ist, das ist Berliner Schnauze trifft Italienisch. Viel Spaß. Danke. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ein sehr erfolgreicher Demo-Tag geht so langsam zu Ende. Und ich wollte einen ganz besonderen Dank an all jene von euch aussprechen, die sich Teil der Bewegung, gegen CETA und TTIP sehen. Dank euch waren wir heute allein hier in Berlin 70.000 und über 320.000 Menschen bundesweit. Konnten wir schon letztes Jahr im Oktober zeigen, wie viele Menschen wir auf die Straße bringen können. Dank euch sprechen sich immer mehr Menschen in Europa gegen die Freihandelsabkommen aus. Und dank euch waren die Chancen noch nie so groß, dass wir CETA und TTIP stoppen können. Mit über 250 Organisationen, die unseren Protest unterstützen, sind wir die breiteste zivilgesellschaftliche Zusammenbündnis, was es in Deutschland je gegeben hat. Und darauf sind wir stolz. Die Welt schaut heute auf uns und wir haben ein ganz klares Signal gezeigt. Wir wollen diese Abkommen nicht. Und wir sind nicht allein, denn wir sind Teil eines transnationalen Bündnisses. Zusammen mit unseren Partnern und Freunden in den USA und Kanada kämpfen wir zusammen mit den Abkommen. Und das ist schon eine große Errungenschaft. Als wir vor knapp 2 Jahren das Berliner Bündnis gründeten, waren wir eine sehr überschaubare Gruppe. Ihr kennt aber das Sprichwort, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt verändern. Und heute wissen wir, zusammen mit euch können wir Berge versetzen. Doch wir müssen sehr wachsam bleiben. Denn neben CETA und TTIP gibt es noch ein weiteres Handelsabkommen, was uns bedroht. Ebenfalls mit vier Buchstaben. TISA. Das steht für Trade in Services Agreement. Darin geht es nicht um Güter, sondern um Dienstleistungen. Im Schatten von CETA und TISA wurde es verhandelt und nun belegen geheime Dokumente. Die Verhandlungen sind sehr weit fortgeschritten. TISA stellt eine Gefahr für unsere Daseinsvorsorge, für Gesundheit, Bildung, Nahverkehr und Wasser dar. Öffentliche Dienstleistungen geraten unter Druck. Und das Angebot für Bürger und Verbraucher würde sich verschlechtern. Die Konzerne wollen sogar auf die Wasserversorgung zugreifen und somit eine neue Profitquelle erschöpfen. Dieser entmündigt Kommunen, ob städtisches Krankenhaus oder Stadtwerke. Sind sie einmal privatisiert, sollen sie es auch bleiben. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Dieser, so wie CETA und TTIP, müssen verhindert werden. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir sollten uns aber nichts vormachen. Diese Handelsverträge, ob jetzt CETA, TTIP oder TISA, sind ein zentraler Punkt in den Interessen von großen, international agierenden Konzernen. Und die werden nicht so leicht locker lassen. Wir brauchen einen scharfen Sinn, einen scharfen Weitblick und einen langen Atem. Und bis dahin haben wir gezeigt, dass wir es haben. Ein heißer, sehr heißer Herbst steht nämlich vor uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade jetzt unseren Protest auf die Straße bringen. Denn schon übermorgen, am Montag, den 19. September, treffen sich 200 SPD-Delegierte in Wolfsburg und werden über CETA abstimmen. Wohlgemerkt hinter verschlossenen Türen. Sigmar Gabriel wird unbedingt mit aller Macht CETA durchdrücken. Wir wissen aber, an der SPD-Basis brodelt es. Und wir werden da sein in Wolfsburg und unsere Stimme erheben. Und wir werden da sein in Wolfsburg und den Delegierten, die gegen CETA sind, den Rücken stärken. Kommt mit uns nach Wolfsburg, übermorgen, Montag, den 19. September. Aus Berlin sind sogar Busse organisiert vom Campback. Einfach zu buchen unter TTIP-Busse.de. Wir sagen der SPD ganz klar, keine Paralleljustiz, keine vorläufige Anwendung von CETA und vor allem Nein zu CETA. Und ganz zum Schluss ein sehr persönlicher Gedanke. Wenn wir es geschafft haben, in knapp über einem Jahr Millionen von Menschen zu bewegen und so viele Menschen auf die Straße zu bringen, dann kann uns auch das gelingen. Lasst uns noch in diesem Jahr CETA stoppen und TTIP und dieser gleich dazu. Vielen Dank, Nadine.